Der Streit um den Emissionshandel entwickelt sich zu einem Koalitionskrach. Umweltminister Trittin warf Wirtschaftsminister Clement in einem Brief vor, er mache eine Einigung unmöglich. Er antwortete damit auf ein Schreiben Clements, in dem dieser gefordert hatte, der Industrie weiter entgegenzukommen. Die EU verlangt bis Ende des Monats klare Regeln über die Luftverschmutzung. Der Umweltminister gab sich heute Mittag noch demonstrativ gelassen und auch zuversichtlich. Der Streit mit seinem Kabinettskollegen, dem Bundeswirtschaftsminister, sei lösbar. Man werde sich bis zum 31. März schon einigen über die Verteilung der deutschen Kohlendioxidabgasrechte. Aber was seine Priorität sei, machte er auch deutlich. Ich habe hier zu vertreten, was Aufgabe meines Ressorts ist. Und Aufgabe meines Ressorts ist, dafür zu sorgen, dass die Vorreiterrolle der Bundesrepublik Deutschland beim Klimaschutz, die sich gerade auch ökonomisch ausgezahlt hat, weiterhin erhalten bleibt. Mit dem zur Schau getragenen Prima Klima war dann plötzlich Schluss. Diesen Brief schickte der verärgerte Trittin an Clement, indem er dem Kollegen vorwirft, dieser wolle die Klimagasemissionen in Deutschland nicht einschränken, sondern ausweiten. Eine Verständigung über die von der EU geforderten Emissionszertifikate sei mit Clement ausgeschlossen. Das Ganze war eine Antwort auf einen Clement-Brief vom Vortag, in dem der höhere Kohlendioxidwerte für die Kohle- und Stahlindustrie fordert und sich bei den Emissionswerten ab 2007 anders als Trittin erst einmal nicht festlegen will. Ich muss nur fragen, ist das immer noch kompatibel mit dem, was die deutsche Industrie braucht, wenn sie mit Polen, mit Russland, mit China, mit Amerika, mit japanischen Unternehmen im Wettbewerb steht? Das ist ein handfester Krach zwischen dem roten und dem grünen Minister. Erstaunlich scharf im Ton, unversöhnlich in der Sache. Am 31. März muss die deutsche Regierung ihre Pläne nach Brüssel melden. Bis dahin müssen sich die Streithähne zusammenraufen. Die Rufe nach einem Machtwort des Kanzlers werden lauter.